Ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Stadium Premium Cup Kategorie Superball. Die Kämpfe 5 bis 8 stehen an und die Trainerin stellt sich uns entgegen mit 3 Pflanzen und 3 Wasser-Pokémon. Da fällt die Wahl nicht schwer, welches Pokémon wir als erstes mitnehmen, als zweites dann noch dich und zu guter Letzt dich. Und dann sollten wir relativ leichtes Spiel haben. Wir machen den Auftakt mit Zapdos und der Gegner schickt Simon. So. Donnerblitz wird hoffentlich ausreichen. Simon hat nicht so viele KP. Hatte überlegt, ob ich den Delegator nehme, weil ich keine Lust hatte auf irgendwelche Rauchwolken. Hat aber gereicht, um Simon auszuschalten. Sehr gut. Vielleicht muss ich aber später noch drüber nachdenken. Ultrigaria. Da bin ich mir nämlich schon nicht mehr so sicher, ob da der Borschnabel reicht. Ich nehme jetzt erstmal den Delegator, um irgendwelchen Puderattacken aus dem Weg zu gehen. Wachstum, okay. Bin ich gespannt, was Ultrigaria da vorhat. Wenn es denn überhaupt nochmal dazu kommt, anzugreifen. Reicht aus, der Borschnabel. Wer kommt hier als letztes? Schillock. Das könnte unter Umständen auch ein Eisstrahl in petto haben. Aber wird es dazu kommen überhaupt? Ich glaube es nicht. Nein, Volltreffer, das reicht aus, um auch Schillock mit einem Schlag zu besiegen. Und damit gewinnen wir also auch Kampf Nummer 5 gegen die Trainerin. Weiter geht's mit Runde Nummer 6. Der Vogelfänger. Hat er jetzt schon das erste legendäre Pokémon dabei? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber auch hier ist relativ klar, mit wem wir den Auftakt machen. Wen nehmen wir noch mit? Natürlich dich. Und ansonsten, ja, nehme ich trotzdem noch dich mit. Und wir starten natürlich wieder mit Zapdos. Beim Gegner kommt Bibor. Eines der beiden Nicht-Flug-Pokémon. Dürfte der Borschnabel eigentlich noch ausreichen. Jawohl, Bibor besiegt. Sehr gut, weiter geht's. Weiter geht's mit Tauboga. Klare Angelegenheit, wir müssen die Donnerblitzattacke wählen, um Tauboga mit einem Schlag besiegen zu können. So, was erwartet uns hier als letztes vom Vogelfänger? Ist es Alpollo oder noch ein Vogel-Pokémon? Es ist Alpollo. Jetzt muss ich ja tatsächlich zum Schluss nochmal den Delegator bringen, weil ich keine Lust habe auf den Konfusstrahl. Schlecker, okay. Auch das war nicht so schlecht, weil da hätten wir ja unter Umständen paralysiert werden können. Ja, der Borschnabel hätte also nicht gereicht. Okay, der Nachtnebel reicht, um unseren Delegator zu zerstören. Der Delegator ist verschwunden. Ein Kämpfer ist noch fit.
Aber unser Bohrschnabel wird ausreichen, um Apollo jetzt endgültig zu besiegen. So sieht es aus. Ein guter Treffer. Wow, auf die Bretter. Und damit holen wir auch Kampf Nummer 6. Nächstes Extra-Continue. Nach 6 Kämpfen plus den 8 Kämpfen aus der Pokéball-Kategorie noch kein Pokémon besiegt worden. Weiter geht's jetzt mit Kampf Nummer 7, dem Forscher. Halbfinale. Oh, okay. Das ist interessant, was du hier mitbringst. Das ist relativ interessant, was du hier mitbringst. Okay. Ich schick dich als erstes. Dich nehme ich noch mit und dich. Okay. Wir machen wieder den Auftakt mit Zapdos. Zapdos ist diesmal besser geeignet als Mewtwo, wie das so in der Pokéball-Klasse war. Und es kommt Chanera. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern hier von Chanera eine Donnerwelle kommt. Reflektor. Oh, das ist natürlich kacke. Ich versuche, Chanera erstmal zu paralysieren. Blubstrahl, okay. Natürlich macht Chanera einen Volltreffer. Mit der hohen Initiative, die Chanera aufweist. Und mal schauen, was der Bohrschnabel noch anrichtet. Ja, ist trotzdem noch ganz passabel. Etwas mehr als 200 KP. Das heißt, mit 3 Schlägen hätten wir Chanera. Delegator wurde zerstört. Ich setze noch einen Delegator ein, weil ich nicht weiß, ob jetzt vielleicht doch noch die Donnerwelle kommt. Weichei. Okay. Das Problem ist, der Reflektor verschwindet hier nicht nach 5 Runden. Das war auch gar nicht mal so stark jetzt. Natürlich 5 Treffer. Der Delegator hat den Angriff abgewendet. Eieiei. Ja, für Chanera haben wir noch ein geeignetes Pokémon draußen, aber. Bohrschnabel. Ach, schwerer Treffer. Paralysiert, endlich. Komm, Zapdos, jetzt bring den finalen Schlag mit dem Bohrschnabel. Komm, gib ihm hart. Wie kommt denn das? Jawohl, Chanera besiegt. Wichtig. Das war enorm wichtig. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Porygon. Porygon. Der Reflektor ist mittlerweile verschwunden. Porygon werde ich trotzdem erstmal mit der Donnerblitzattacke angreifen. Hier ist der Angriff. Volltreffer, jawoll. Und tschüss. Letztes Pokémon. Es ist Owei. Wir brauchen nochmal den Bohrschnabel. Wahrscheinlich reicht ein Bohrschnabel aus, um Owei nach Hause zu schicken und somit auch das Halbfinale zu gewinnen. Nein! Owei übersteht die Attacke und es kommt Staccato. Ging allerdings daneben. Und tschüss. Owei besiegt.
und damit das Halbfinale gewonnen. Ein weiteres Mal steht jetzt das Finale an, hier im Premium Cup. Also, gehen wir ihn an, den letzten Kampf. Premium Cup, Superball Finale. Es geht gegen den Trainer und der bringt ein Lavados mit. Als auch ein Dragonier. Ein Rehorn. Okay. Okay. Dann nehme ich diese Aufstellung. Und wir beginnen mit Mewtwo. Beim Gegner kommt Rehorn. Ja, da wird nichts Spektakuläres kommen. Ich zweifle auch ein bisschen dran, dass Rehorn die Psychokinese überstehen wird. Ein harter Treffer. Das hat gesetzt. Ja, reicht aus. 1:0. Welch furioser Blitzstart. Lavados. Natürlich hat er Lavados dabei. Aber auch da wird jetzt nichts großartig Spektakuläres kommen. Vielleicht ein Feuersturm. So sieht es aus. Ein böser Treffer. Agilität. Es wird schneller. Okay, was hast du vor? Der Kampf wird immer was hast du vor? Fliegen? Nein, Doppelteam. Doppelteam, na klar. Komm, YouTube, volle Konzentration auf das Lavados drauf. Yes. Das war wichtig. Was erwartet uns hier als letztes? Magneton. Brauche ich also tatsächlich hier nochmal meinen Delegator. Genesung! Oh, ich habe falsch gedrückt. Naja gut, dann müssen wir halt die Paralyse erstmal mitnehmen. Was ist das? Nützt alles nichts. Aber die Psychokinese kommt erstmal durch. Wird aber, denke ich, nicht ausreichen. Nein, reicht auch nicht aus. Eine Psychokinese brauchen wir noch. In der Hoffnung, dass die Paralyse nochmal nicht zum Tragen kommt. Natürlich. Vollständig paralysiert. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Natürlich. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Komm, Mewtwo, setz dich durch gegen die Paralyse. Und das ist der Sieg. Ein harter Treffer. Ja, wieder mal ein Fehler von mir im Finale. Jawohl, Sieg im Premium Cup Kategorie Superball. Das heißt, wir können das nächste Mal weitermachen mit der Hyperball-Klasse. Für dieses Mal bedanke ich mich wieder, dass ihr mit dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Schreibt einen Kommentar. Und dann das nächste Mal hier bei Pokémon Stadium Premium Cup Hyperball-Klasse. Bis dahin, macht's gut.